Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich aus dem News-Studio. Mein Name ist Andreas. Ettenshausen. Die Freiwillige Feuerwehr Ettenshausen wurde von der Feuerwehr Niedermurach in der Oberpfalz zur weitbekannten Cold Water Challenge nominiert. Derartige Ereignisse sind mitunter sehr spektakulär und gefährlich gestaltet. Die Feuerwehr Ettenshausen will sich unseren Informationen zufolge jedoch eher auf den Spaß an der Sache konzentrieren. Nicht grundlos. Schließlich möchte man ja auch noch länger etwas von all dem haben. Ich bin gespannt, was sich die Männer und Frauen einfallen haben lassen. Mit diesen Worten schalte ich live zu unserem Korrespondenten vor Ort. Stefan, wie sieht's aus bei euch? Sehr verehrte Zuschauer, ja, auch ich heiße Sie herzlich willkommen hier im schönen Ettenshausen. Wir sind hier direkt an der Hill, wo das ganze Spektakel stattfinden wird. Die Feuerwehr Ettenshausen hat sich der Herausforderung der Barbara, wie sie sich selbst nennen, gestellt. Aufgrund der aktuellen Urlaubssituation ist die Mannschaft zwar etwas dezimiert, aber ich denke, die Mannschaft hat es im Griff, die bekommen das auch so gestemmt. Wir sehen jetzt dann gleich hier die teilnehmenden Mädels und Jungs, die sich die Mannschaft stellen werden und die sich jetzt dann einer generellen Grundreinigung unterziehen werden. Sie bekommen eine Druckwäsche verpasst. Somit gebe ich nun den Maschinisten das Kommando. Wassermarsch, weil hier wird alles kurz und schmerzlos auf der Probe. Ich denke, hiermit hat die Ettenshausener Feuerwehr ihre Challenge bestens erfüllt. Es wurde bewiesen, dass man hier in Ettenshausen nicht nur Wert auf eine ordentliche Feuerwehrarbeit legt, sondern auch Spaßrisiko zu vermeiden hat. Ich konnte erfahren, dass man hier jederzeit Zuwachs sucht, sowohl in der Jugendgruppe als auch in der aktiven Mannschaft und im Verein. Vielleicht überlegt es sich ja der ein oder andere, der dieses Video sieht, mal bei der Feuerwehr Ettenshausen vorbeizuschauen. Die Verantwortlichen stehen jederzeit für Fragen bereit. Ja, die Mauerer Feuerwehr ist trotzdem, dass sie heute leer ausgeht, nächstes Jahr zu unserem Gründungsfest eingeladen. Wir feiern nächstes Jahr das 125-Jährige und das findet vom 11. bis zum 12. Juli statt. Abschließend kommen wir noch zur Nominierung der Feuerwehr. Also, nochmal danke Mauerer für eure Nominierung. Wir möchten die Feuerwehr Münster nominieren, das ist unsere Nachbarfeuerwehr. Kandidat für den Patenverein nächstes Jahr zu unserem Gründungsfest. Ihr habt 4 Tage Zeit, unserer Einladung nachzukommen. Ansonsten ist eine Brotzeit fällig. Bei Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung. Ja, vielen Dank. Somit gebe ich wieder zurück ins Funkhaus. Nun die News aus aller Welt.